Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Bed Wars. Ja, wir spielen auf der Map Sky Village. In ein paar Sekunden geht's auch schon los und ich werde jetzt einige Videos vorproduzieren. Ich muss jetzt, glaube ich, 11 Videos vorproduzieren, damit in den 4 oder 5 Tagen jetzt auch wirklich jeden Tag, eben jeden Tag 2 Videos kommen. Wird eventuell etwas stressig für mich, aber... Ach Leute, das wird schon. Ich pack das. Ich weiß, dass ich das packen werde. Ich weiß das. So. Erstmal hier. Ein bisschen Eisen farmen, ja? Für meine Gemeinde, ja? Für den Tobias Gamer. Für den TZUIP. Für den. Und für mich. Ja, wir sind so dritt. Oh, ich brauche Kupfer. Oh ja, yeah, danke. Oh, das ist große Scheiße. Scheiße, Meise. Ja, auf jeden Fall sind wir wieder auf der Map, wo wir letztens gespielt haben. Und ich fand die Map einfach so geil und da musste ich sie einfach nochmal nehmen. Aber diesmal, Leute, werden wir das alles viel schneller hinkriegen als letztes Mal. Ah, letztes Mal, das hat ja ewig gedauert. Ewig, Leute, sage ich euch. Okay, erstmal, zack. Dann, zack. Haben wir schon mal ein gutes Schwert. Dann hole ich mir noch eine bessere Spitzhacke gleich am Anfang. Ja, Leute. Eine bessere Spitzhacke. Denn ich hasse es, wenn ich Sachen nicht ordentlich abbauen kann. Und aus diesen Eisenblöcken hier, werde ich jetzt keine Waffen oder irgendwie so etwas ähnliches machen. Nein, nein, nein. Ich werde mir aus denen Eisenblöcke machen. Genau. Eisenblöcke, denn wir müssen unser Bett gut beschützen und das, und dafür stehe ich eben mit meinem Namen und zack. Okay, gut. Es ist schon jemand gestorben aus Stadt Grün. Okay, 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 aus Distrikt Grün meine ich. So, Moment. Oh, oh. Es ist schon jemand hier. Ganz ehrlich, wo ist er? Nein! Oh, zum Glück konnte ich ihn jetzt noch töten. Alter, ich habe noch ein Herz. Alter, wie schnell sind die denn hier? Alter, okay, da muss ich jetzt wirklich ganz, ganz schnell mein Bett verteidigen. Hier, zack, 6 Eisenblöcke. Erstmal hier, zack. Schön verteidigen. Schön verteidigen. Immer schön verteidigen, ja? Okay, gut. Dann würde ich sagen... ach so, ja, stimmt. Es gibt ja auch noch einen extra Goldspender. Mache ich mir hier mal so 2 Kisten, die ich einfach mal hier platziere. Und ja, ja, schön. Schön, schön, schön. Zack, zack, zack. Packe ich hier mal die Sachen rein. Hier oben, sie werden sich, denke ich, ja nicht hier hochbauen. Ich hoffe es zumindest nicht. Deswegen mache ich es hier einfach mal mit Sandstein. Okay, jemand aus unserem Team hat jemanden getötet. Wir sind nämlich in Stadt, also wir sind eben das blaue Team. So, noch ein paar Eisenblöcke, Leute. Noch ein paar Eisenblöcke. Gut. So. Zack. Zack, zack, zack. Ja, gut, ich glaube, das reicht erstmal, was die Eisenblöcke betrifft, denn ich möchte mir noch diese Blöcke hier holen. Das sind Enderblöcke. Ich glaube, die sind auch ziemlich schwer zu abbauen, sofern ich mich jetzt nicht täusche. Ich glaube, dass die auch sehr schwer sind zum Abbauen. Und ich packe die einfach mal hier oben hin, weil dann wissen die nicht, dass dahinter dieser leichtere Stein zum Abbauen ist, sage ich mal. Ja, doch, der dauert schon... bisschen länger hier zum Abbauen. Deswegen kaufe ich mir noch ein paar. Und jawohl. Ja, oh lol, da bekommt man 4 Blöcke. Okay. Okay, okay. Wollen wir das einfach mal so akzeptieren? Dann akzeptieren wir es einfach mal. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Und zack, zack, zack. Okay. Gut. Gut, Leute. Jetzt müssen wir uns dann auch mal ranhalten hier, damit wir ein bisschen Action haben. Aber am Anfang, Leute, man muss einfach die Basis bauen. Es ist einfach so.
Da kann man nicht einfach sagen so, ja nö, ne, ich greife jetzt einfach schon mal an. Nee, das darf man nicht tun. Das sollte man zumindest nicht tun. So. Ach, gut, und dann kann man da noch zumachen. Und da unten. Damit es wenigstens so aussieht, als wäre das gut beschützt. So, wir haben sechs Eisen. Gut. Jetzt hole ich mir erstmal den besten Brustpanzer von allen. Von allen in dieser Stadt hole ich mir... habe ich schon einen? Nee. Gut, dann hole ich mir den besten der besten der besten. Okay. Den hier. Dann. 1, 2, 3. Schuhe. Eine Hose. Und einen Lederhelm. Also ich finde Bad Wars einfach nur so geil. Vor allem mit den Händlern, die alles haben. Finde ich viel, viel besser als andersrum. Genau. Wir haben das zweitstärkste Schwert, denke ich. Gut. Dann würde ich sagen. Gut, jetzt kann ich mir einen Bogen machen. Oh ja, geil. Und dann gucke ich gleich, wie viel eine Enderkiste kostet. So, zack, zack. Das packe ich jetzt einfach mal hier hin. Eine Endertruhe. Kostet ein Gold. Gut, gut, gut. Dann geh ich gleich da rein und hol mir ein Gold. Ich wünsche mir ein Gold herbei. Ja, danke, danke. Oh Gott. Hier mache ich jetzt gleich wieder zu. Dann hole ich mir eine Endertruhe, damit ich dann da die guten Sachen in die Endertruhe tun kann, denn das kann dann keiner mehr öffnen. Zumindest, wenn die Gegner reingucken, sehen sie nur Arsch und Friedrich. So, erstmal das Eisen hier rein. Und dann muss ich noch ein paar Blöcke machen hier. So, was ist das denn? Glatter Sandstein? Glatter Sandstein. Ist das ein verschiedener? Wieso kann ich den denn nicht stacken? Das verstehe ich jetzt aber nicht. Ach, egal. Egal, Leute, egal. Auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal... Wow, Alter, ist das hier gefährlich. Ich baue eben mal ganz kurz das hier so, dass man da nicht mehr runterfallen kann, denn das ist sehr, sehr gefährlich hier. Das hier ist sehr, sehr gefährlich und ich neige ja ganz gerne mal dazu, dass ich einfach mal so schlau bin und runterfalle, egal wie gut es geschützt ist. Deshalb muss ich es einfach noch besser schützen. So, zack, zack, zack. Was haben wir denn da? 2 Gold. Ja, super. Zack. Dann mache ich gleich noch eine Endertruhe. Die packe ich dann da vorne hin. Damit wir dann nicht immer so weit gehen müssen. So, erstmal hier ein Gold hin. Dann noch eine Endertruhe. So, genau. Und jetzt... Ich komme. I'm coming now. I'm coming now. Okay. Hallo. Ich bin's. Und? Team Gelb. Oh, pass auf. Boah. 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 Oh, und jetzt, kacke, wo soll ich denn zuerst bauen? Das ist richtig... asozial. Und ich möchte ihn treffen, bitte. Ich möchte ihn treffen. Wow. Ich hoffe, ihr bekommt dadurch jetzt keinen Augenkrebs. Okay, er hat ihn schon mal getroffen, wenigstens. Und jetzt einfach jetzt schnell bauen. Huh. Wow, der hat jetzt geschossen. Alter Schwede, ist das ein Lümmel. Okay, er macht einfach YOLO. Er rennt einfach los. Ohne zu überlegen, was passieren könnte. Alter, ich möchte da jetzt echt nicht sterben, Leute, weil ich habe echt gute Sachen hier. Der ist eh in meinem Team. Okay, gut. Stirb. Okay, er ist tot. Trotzdem hat er mich einmal getroffen. Hey, du kommst her. Der wurde jetzt auch abgeschossen. Jetzt müssen wir uns echt dran halten, dass uns da jetzt nichts passiert. Zack, 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 zack. Wir sind alle auf Zack. So, den haben wir einmal getroffen. Ich bin gerade so angespannt, Leute, das glaubt ihr ja gar nicht.
Weil wir sind gleich da, Leute. Wir sind gleich bei Papa. Ja. Wir sind da. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir sind da. Okay. Jetzt hier erst. Jetzt schon gleich spawnen, oder? Ja. Okay, okay. Kann ich jetzt wieder zumachen. So. Puh, das ist echt. Alter, das ist richtig nervenaufreißend. Also, boah, ich. Das ist richtig schlimm. Ups. So, jetzt habe ich auch einen Pfeil. Alter, das ist ja richtig OP. Das ist ja richtig OP. So, dann brauche ich noch was zu essen. Und ein paar Blöcke. Wo bist du? Basis. Was zu essen. Zack. Oh je, er ist tot. Er ist leider gestorben. Jetzt gucke ich noch ganz schnell rein, ob ich dann eventuell noch für ein gutes OP-Schwert. Hier, nimm du. Und hier, ach so. Ja. Bitteschön. Bitte. Bitteschön, so. Erstmal noch ganz kurz warten, denn das OP-Schwert, glaube ich, kostet 3 Gold. Dann warten wir hier ein bisschen und farmen jetzt erstmal ein bisschen Gold. Jetzt greife ich an. Jetzt mache ich einfach Rambazamba. Okay, Heilung. Okay. Den hier baue ich ab. Was ist los mit dir, hä? Ja, was ist los mit dir? Okay, sie wissen jetzt, dass ich den OP-Bogen habe. Und... Oh, ich hab's noch geschafft. Jetzt trinke ich einfach den Trank der Heilung. So, und jetzt geht's auch gleich weiter, weil jetzt haben sie gerade ja keine Ausrüstung. Jetzt haben sie gerade gar keine Ausrüstung. So. Nein, ich darf nicht sterben. Jetzt nicht. Nein, okay, er hat so eine gute Ausrüstung hier, er hier. Okay, er ist tot und... Alter, mein Herz klopft gerade so extremst. Was denn los mit euch? Ja, was denn los mit euch hier? Weg mit dem Bett. Okay, und... Und... Oh, ich hab einfach mal... Komplett Team Grün ausgelöscht. Team Grün ausgelöscht. Alter, was ist hier los? Ja, jetzt geht's ab hier, oder was? Jetzt habe ich einfach mal Team Grün ausgelöscht. Sorry, Team Grün. Das musste sein. Okay. Ah, Alter, ich zitter wie so eine Missgeburt. Ganz ehrlich. Ich zitter gerade richtig wie eine Missgeburt. So, jetzt erstmal ein paar Heiltränke hier reinpfeifen. Hier, zack. Hui, hui, hui. Dann mache ich mir hier auch gleich eine Enderkiste. Denn wenn wir dann in jeder Basis eine Enderkiste haben, die verstecke ich jetzt hier, dann kann ich hier das ganze Gold und die ganzen Schwerter und so reinpacken. Wow. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich jetzt hier ein komplettes Team auslösche. Es ist ja auch ziemlich schwer, wenn die dann alle auf einen boxen und du musst hier was abbauen. Aber hat zum Glück ja irgendwie geklappt. Jetzt lebt noch, und ich ganz alleine habe das gemacht, ja. Also ich muss schon sagen, das war schon eine geile Aktion, oder Leute? Das war schon eine richtig geile Aktion. So, hier. Jetzt sollten wir dann mal zu Team Rot gehe ich jetzt. Oh kacke, da müsste ich mich erst drüber bauen. Okay, nee, Team. Okay. Wisst ihr was, Leute? Ich gehe jetzt darüber. Oh, ich komme da nicht mehr hoch. Oh. Puh, war das jetzt knapp. Was ist mit dir da oben? Was ist mit dir da oben? Was ist mit dir da oben? Ich möchte ihn eigentlich ja schon gern runterholen. Aber, oh, okay. Da habe ich ihn wohl jetzt runtergeschubst. Du schießt nicht auf mich, mein Lieber. Du nicht. Ich könnte versuchen, da zu laufen, weil da wäre es jetzt nicht so extrem schlimm.
Und wenn ich sterben würde, ich hätte noch genug Ressourcen. Okay. Boah, fast hätte ich ihn jetzt getroffen. Der Schuss hätte vielleicht noch ein Stückchen weiter sein müssen. Okay, jetzt schießt er wahrscheinlich. Weil er sieht, dass ich mich zu ihm bauen möchte. Und hier schnell, Leute, ich muss einfach hier so eine Schutzwand bauen. Es hilft nichts. Okay, es sind drei wirklich gut ausgerüstete Leute da. Und dagegen habe ich keine Chance alleine. Deswegen würde ich sagen, greife ich erstmal das andere Team an. Aber zu zweit, ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Also man ist dann immer in so einem Zwiespalt, weil man einfach nicht zu 100% weiß, was soll man jetzt tun. Was soll man jetzt tun? Ich zumindest weiß es jetzt nicht zu 100%. Und das macht mich echt nervös. Und hier ist schon wieder eine Fliege. Ich hoffe, ihr habt die jetzt gesehen. Dann wisst ihr mal, wie sehr ich leiden muss unter dem Tag, ja? Weil mich immer diese behinderten Fliegen angreifen. Die Attacke der Fliegen. Oh. Da habe ich ihn wohl runtergeschossen. Die wissen, glaube ich, dass ich den OP-Bogen habe. Ich glaube, den haben sie schon gespürt. Schnell zu mir. Okay. Okay. Okay, Leute. Die warten wie Geier darauf, dass ich endlich darüber komme, dass sie mich runterschießen können. Aber den Gefallen möchte ich ihnen nicht tun. Ich muss hier trotzdem aufpassen wie ein Einser. Wenn ich da jetzt rüber möchte. Wisst ihr was? YOLO. Einfach nur YOLO. Ich bin so ein YOLO-Kind. Ich mache alles, was YOLO ist. Aua. Okay, er schießt mich ganz gut an. Okay, er ist tot. Jetzt muss ich mich beeilen. Okay, und hier hoch. Bett da bauen. Beeilung. Wo ist das Bett? Nein, ich muss jetzt schnell was trinken. Sonst bin ich tot. Komm her. Und jetzt muss ich mich beeilen. Wo ist das scheiß Bett? Alter Schwede, ich bin gleich tot. Ich muss was trinken schon wieder. Okay, sie verteidigen echt gut, muss ich sagen. Alter Schwede, was ist hier nur los? Ich baue mich jetzt einfach von oben rein, mir egal. Wo ist denn deren scheiß Bett? Okay, jetzt hauen sie ab, weil sie wissen, dass wenn ich sie jetzt töte, dann sind sie am Arsch. Ich bin richtig aufgeregt, ich glaube, man merkt es auch, weil ich bin einfach aufgeregt gerade. So, jetzt erstmal. Mein Herz klopft so extrem, das glaubt ihr gar nicht, weil ich habe einfach so dermaßen Angst, dass ich sterbe, obwohl ich weiß, dass ich nicht sterben werde, aber trotzdem ist das so eine Anspannung, die ich einfach bei solchen Spielen liebe. Ja, ich liebe es, wenn ich angespannt bin. Klingt vielleicht blöd, aber es ist so, wenn man einfach bei einem Spiel richtig angespannt und mit dabei ist, dann ist das einfach richtig cool, finde ich. Und mir macht das dann auch richtig viel Spaß. Ich nehme einfach mal, kaufe ich mir hier jetzt wieder eine Enderkiste. Habe ich jetzt Gold dabei? Nope. Gehe ich jetzt mal kurz in deren Goldlager. Danke für das ganze Gold. Das wollte ich nur mal kurz loswerden. Dankeschön. Dann habe ich jetzt fast zwei Teams komplett alleine ausgelöscht. Da kann ich nur sagen, da bin ich schon. Okay, Team Yellow wurde vernichtet, weil jetzt einer auch noch sich selbst umgebracht hat. Da kann ich nur sagen, GG. GG. Zwei Teams ausgeschalten. So. Jetzt ist nur noch quasi rot. Hören kaufen. Oh ne. Oh, jetzt greift mich der noch von hinten an. Och man. Aber gut, wir haben genügend Ressourcen. Erstmal hier die OP-Rüstung. Oh ne, die wollte ich gar nicht. Ach, scheiße.
Jetzt habe ich hier auch noch Sachen verschwendet umsonst. So. Ach ja. Dann brauche ich ja noch. Zack. Den. Eine bessere Spitzhacke. Nehme ich gleich die hier. Die gräbt nämlich extrem schnell. Dann kann ich mir noch das beste Schwert holen. Okay. Unser Bett wurde noch gar nicht zerstört. Also denke ich, ist es schon mal ganz geil. Enderperlen, wie viel kosten die? Ich habe ein bisschen. Oh, er greift die andere Stadt an. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut, wenn er das macht. Das ist gut, Leute. Das ist gut. Zack, jetzt gucke ich mal, wie viel Enderperlen überhaupt kosten. Die kosten 13 Gold, ne? Das ist schon richtig teuer. Ich kaufe mir einfach mal eine. Und spare das oder ich gucke einfach mal nach, wie viel Gold wir hier drin haben. Dann zeige ich ihm, ja, dass eine Enderperle eben drin liegt. Okay, ja, jetzt haben wir wieder genügend Gold. Jetzt haben wir 20 Gold. Habt ihr eine in die Truhe gelegt? So. Da ist jetzt auch schon wieder 10 Gold drin. Also, wir rushen hier richtig durch. So, zack. Was könnte ich mir dann noch holen? Genau, ich glaube, dass eine Angel ganz geil wäre. So. Und dann lege ich hier noch das Gold rein. Kommst du mit? Jopp. Eine Sekunde. So. Ich brauche jetzt noch ein bisschen, also die andere Rüstung hier. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und sind wir hier schon mal wieder extrem gut ausgerüstet. Dann brauche ich hier noch ein bisschen Eisen für ein paar Tränke. So, und zack. Jetzt habe ich hier noch die paar Tränke. Die lege ich jetzt einfach mal hier rein und komme. So. Jetzt müssen wir zusammen statt Brot vernichten. Und wenn wir das packen, Leute, wenn wir das packen, ne? Wurde das Bett von Team Rot schon abgebaut, weil nur noch zwei in Team Rot sind. Oder weil er getötet wurde. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Du musst sterben. Oh, ich habe ihn noch gekriegt und jetzt rennen wir rüber. Dum, 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 dum. Okay, das kann jetzt was werden, Leute. Das kann jetzt was werden. Jetzt gibt es nämlich Angriff. Stirb. Ja. Und jetzt schnell einen Heilungstrank trinken. Und schnell. Leute, ich bin so aufgeregt. Okay, mein Teampartner ist hier. Mein Teampartner ist hier. Und jetzt müssen wir uns beeilen. So. Okay. Ich bin hier oben und baue es ab. Und abgebaut. Perfekt. Alter. Ja. Ja. Okay. Einen noch, einen noch, einen noch. Schnell. Wo sind die Heiltränke? Wo sind die Heiltränke? Ich brauche Heiltränke. Haben die kein Eisen? Haben die kein Eisen? Ich gehe mal schnell hoch und hol mir einen Heiltrank. Alter, ich habe noch ein halbes Herz. Was geht hier ab, Alter? Was ist das für eine extremst verdammt geile Runde hier? Alter, ich hatte noch nie so eine geile Runde irgendwo. Ich bin gerade zwar richtig angespannt, aber Leute, das ist doch mal geil, oder? Das ist doch mal geil. Einer noch. Das packen wir. So. Ups, jetzt ist es ganz kurz geruckelt. Jetzt weiß ich aber nicht, wo er ist. Der könnte überall sneaken. Oh, okay, sie sind in unserem Team. Okay, das heißt, wir müssen jetzt da erstmal rüber zu Team Blau. Kein Problem. Wir packen das irgendwie trotzdem. Wir packen das. Yo, wir packen das. Buggy und Mixi. Buddle und Bob. Heppo und Randy machen den Job. Kennt ihr das noch von früher? Ach, Bob, der Baumeister. Och, der hat ja gar keine Ausrüstung.
Ja, dann wird das, denke ich, sowieso nicht packen. Bei zwei so guten Leuten. Oh, GG. Richtig geile Runde. Danke. So, Leute. Ich mache einfach mal slash hub, Leute. Und ich kann einfach nur sagen, das war doch mal eine extremst geile und spannende Runde, Leute, oder? Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr mehr Bad Wars wollt und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst einfach ein Like da. Ich fand das... Upsale. Ich fand das so geil, wie wir einfach die Leute taktisch zerstört haben. Ich habe alleine, glaube ich, zwei Teams ausgeschaltet. Und zwar Team Grün und Team Gelb. Und ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch einen Kommentar schreiben. Wie gesagt, ich produziere jetzt vor. Also nicht wundern, wenn ich in meinem gleichen Pullover bin in den nächsten paar Tagen. Und ich würde sagen, das war's, Leute. Haut rein und ciao.